2023. Die Zahl der Geflüchteten in Deutschland steigt und steigt. Kommunen und Länder sind am Limit. Forderungen werden laut nach Abschreckung, Abschottung, Abschiebung. Wo eine Abschiebegrund vorhanden ist, dann will ich, dass diese Abschiebung auch schnell wie möglich funktioniert. Der Staat ringt um Kontrolle. Das sind eben noch nicht erfolgreich genug. Doch hinter jeder Abschiebung steckt eine persönliche Geschichte. Ich habe jetzt 3 Jahre gelebt. Ich habe alles gemacht, aber trotzdem sagst du nein, du darfst nicht. Manchmal habe ich schon den Eindruck, dass es um die Abschiebung um jeden Preis geht. Wer darf bleiben? Wer wird abgeschoben? Eine Debatte voller Emotionen, zusätzlich aufgeheizt dort, wo Asylbewerber zu Straftätern werden. Ein 15-jähriger Junge aus Afghanistan soll ein gleichaltriges Mädchen erstochen haben. Gerät der Rechtsstaat bei Abschiebungen an seine Grenzen? Am Münchner Flughafen steht ein Passagierflugzeug bereit. An Bord 26 Afghanen, die abgeschoben werden sollen. Einer von ihnen ist der 22-jährige Hasib Asemi. Ich habe meine Beste gegeben. Ich habe alles gemacht, weil ich wollte eigentlich nicht durch den Pflaster. 101 Bundespolizisten sind im Einsatz. Kostenpunkt rund 360.000 Euro. Jede Person hat 4 Leute gehabt. Ich habe extra 4 Leute bei mir. Das fand ich mich selber interessant. Warum denn? Ich habe keine Leute getötet. Ich bin keine Kriminal. Nur Asyl abgelehnt. Das hat mir richtig traurig gemacht. Ich habe aufgefragt, warum so geht. Hasib soll mit einer sogenannten Sammelabschiebung zurück nach Afghanistan. Kurz bevor die Taliban dort die Macht übernehmen. In Deutschland regt sich Protest. 4, 5, 6, 7, 8. Die Abschiebung ist Schluss, wir machen. Doch der Flieger nach Kabul hebt wie geplant ab. Hasibs Geschichte ist die Geschichte einer deutschen Abschiebung. Wie ist es dazu gekommen? Ein nicht enden wollender Strom erschöpfter und verzweifelter. Wie viele es genau sind, weiß niemand. Hunderte Ungarn verlassen, die meisten wollen nach Deutschland. Im Sommer 2015 kommen innerhalb weniger Monate 100.000 Geflüchtete nach Deutschland. Die Kanzlerin Angela Merkel entscheidet, die Menschen ins Land zu lassen. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Doch nicht alle in der Bevölkerung ziehen mit. Gastfreundschaft werde ausgenutzt. Zuwanderung passiere unkontrolliert. Die Behörden seien überfordert. Die meisten Menschen fliehen vor dem Bürgerkrieg in Syrien. Andere kommen aus Eritrea, Irak oder Afghanistan. Dort wütet in Teilen die radikal-islamistische Terrororganisation Taliban seit Jahrzehnten. Das Land kommt einfach nicht zur Ruhe. Familien werden auseinandergerissen, so auch bei Hasib Asemi. Sein ältester Bruder wird umgebracht. Hasib und seine Familie wollen nur noch weg. Wir konnten nicht weiterleben. Deswegen, mein Papa hat einen Sohn verloren, das hat ihm Angst gehabt. Er hat gesagt, wir wollen nicht weiter. Hasib ist 17 Jahre alt, als die Familie 2015 Afghanistan verlässt. Auf der Flucht werden sie getrennt. Eltern und Geschwister bleiben in der Türkei. Hasib, ein Bruder und ein Neffe schaffen es bis in die EU. Wir haben mit unserem Leben gespielt. Das war nicht einfach. Das dauert 2, 3 Monate unterwegs. Wir waren in Griechenland, dann weiter in ein anderes Land. Da kommen noch Leute, nehmen uns weiter so, dann wieder sind in Deutschland. Die Polizei greift die 3 Männer in Deutschland auf und teilt ihnen einen Wohnort zu. Das bayerische Wiggensbach. 5000 Einwohner,
3 Fußballfelder, jeden Mittwoch Markt und ein Gasthof. Wir wussten nicht, wo sind wir. Wir wussten nicht, wo sollen wir einkaufen gehen. Wenn man ein neues Land kommt, ein neues Gesetz, zum Beispiel in Deutschland gibt, man darf nicht auf der Straße rote Ampel laufen. Aber bei uns gibt es nicht. Das war so interessant. Hasib fängt ein neues Leben an, mit Unterstützung von außen. Er geht zur Schule, lernt Regeln und Deutsch und arbeitet auf dem Wertstoffhof. Irgendwann, nach rund 8 Monaten in Wiggensbach, bekommt er eine Einladung für seine Anhörung im Asylverfahren. Der wichtigste Termin im Asylverfahren ist die Anhörung. Die Geflüchteten berichten den Entscheidern des BAMF, warum sie geflohen sind. Susanne Heubach ist eine von 1650 Entscheiderinnen und Entscheidern in Deutschland. Anhörungen sind der zentrale Teil des Verfahrens, da in der Regel ein Beweisnotstand vorliegt. Die wenigsten Menschen kommen mit umfangreichsten Unterlagen, um letztendlich ihr Verfolgungsschicksal dokumentieren zu können. Das heißt, die Geflüchteten sind in der Beweispflicht. Sie müssen ihre Verfolgung in irgendeiner Form belegen. Oft geschieht dies durch die Schilderung ihrer persönlichen Geschichte, übersetzt durch Dolmetscher. Ich möchte Sie bitten, mir zu schildern, aus welchem Grund Sie sich entschlossen haben, die Türkei zu verlassen. Der Arbeitgeber hat mich unter anderem gezwungen, Ware zu schmuggeln. Ich war absolut dagegen. Danach war ich seitens Arbeitgeber dann mit Todesdrohungen konfrontiert. Punkt. Auf Grundlage der Erzählung und mit Blick auf die Situation im Herkunftsland bestimmen dann allein die Entscheider, ob jemand internationalen Schutz bekommt, also in Deutschland bleiben darf oder nicht. Es nutzt auch nichts, wenn wir mit den Antragstellern tief mitfühlen und dann am Ende unsere eigentliche Aufgabe vergessen. Die Entscheidungen obliegen Recht und Gesetz. Und das kennt 3 Schutzformen. Der Flüchtlingsschutz greift, wenn eine Person wegen ihrer ethnischen Herkunft, Religion, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung verfolgt wird. Auch wenn den Personen Folter, die Todesstrafe oder willkürliche Gewalt durch einen Krieg droht, kann ihnen Schutz zugesprochen werden. Nationale Abschiebungsverbote gelten, wenn der Person im Zielstaat eine konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit droht, zum Beispiel weil dort Menschenrechte verletzt werden. Von Januar bis August 2023 waren 22% der Entscheidungen eine Ablehnung. Sie fielen laut Entscheidung des BAMF nicht unter diese Schutzform. Auch Hasibs Asylantrag wird 2017 abgelehnt. Ja, das fand ich richtig scheiße. Ja, ich habe jetzt 3 Jahre gelebt, ich habe die Sprache gelernt und ich habe alles gemacht, ich habe gearbeitet. Aber trotzdem, du sagst, nein, du darfst nicht. Der Antragsteller wird aufgefordert, die Bundesrepublik Deutschland innerhalb von 30 Tagen nach Bekanntgabe dieser Entscheidung zu verlassen. Sollte der Antragsteller die Ausreisefrist nicht einhalten, wird er nach Afghanistan abgeschoben. Hasib soll Deutschland verlassen. Sein Bruder und sein Neffe, die im gleichen Ort leben wie Hasib, dürfen dagegen bleiben. Ihr Asylantrag wird angenommen. Die Entscheidung ist für Hasib schwer nachzuvollziehen. Das ich habe so komisch gefunden. Warum? Wir sind gleiche Familie. Warum einer darf schon, einer muss raus? Es ist immer schwer vergleichbar. Es gibt immer wieder individuelle Aspekte, die letztendlich voneinander abweichen. Aber wie wir einen Einzelfall letztendlich beurteilen, hängt wirklich auch von den Umständen dieses Einzelfalls ab. Jeder Asylbewerber hat seine eigene Geschichte. Unterschiedliche Geschichte, unterschiedliche Entscheidungen.
Hasibs Bruder hat einen minderjährigen Sohn. Hasib ist volljährig und alleinstehend. Ihm bleibt noch eine Möglichkeit. Hasib nimmt sich einen Anwalt und klagt gegen die Entscheidung des BAMF. Das macht nicht nur er. 2017 reichen 9 von 10 abgelehnten Asylbewerbern Klage ein. Und fast jeder zweite gewinnt. Bekommt also doch Schutz in Deutschland. Die Kosten muss dann das BAMF übernehmen. Sprich, die Steuerzahler. Allein 2017 sind das rund 20 Millionen Euro. Die Debatte über eine schnellere Abschiebung abgelehnter Asylbewerber wird noch vom CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt befeuert. Es ist nicht akzeptabel, dass eine Anti-Abschiebe-Industrie dafür sorgt, dass die Bemühungen des Rechtsstaates unterlaufen werden. Für Anwältinnen wie Anna Fröhlich, die abgelehnte Schutzsuchende vor Gericht vertritt, sind solche Kommentare schwer nachvollziehbar. Wir sind Rechtsanwälte, wir sind parteiisch und jeder Anwalt auch in anderen Rechtsgebieten versucht für seinen Mandanten das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Und das ist der Sinn und Zweck eines Rechtsstaates, dass jeder seine bestmögliche Vertretung, rechtliche Vertretung hat. Und das hat nichts mit einer Anti-Abschiebeindustrie zu tun. Jeder Mensch hat in Deutschland das Recht, gegen die Entscheidung einer Behörde vorzugehen. Auch Asylsuchende. Im Fall von Hasib Azemi bestätigt das Gericht die Entscheidung des BAMF. Seine Klage wird abgelehnt. Hasib ist auf Beamtendeutsch vollziehbar ausreisepflichtig. Für ihn persönlich bedeutet das zurück in ein Land, das mehr und mehr von den Taliban eingenommen wird. Nachdem er 4 Jahre in Deutschland gelebt hat. Ich habe keinen Afghanistan. Wie soll ich freiwillig nach Afghanistan gehen? Was soll ich machen da? Rechtlich hat Hasib keine Chance mehr. Bei solchen Fällen ist die Konsequenz klar, findet Joachim Herrmann. Innenminister von Bayern, dem Bundesland, aus dem nach NRW am meisten abgeschoben wird. Wenn ein deutsches Gericht in seiner Unabhängigkeit entschieden hat, es darf jemand nicht in Deutschland bleiben, er hat kein Aufenthaltsrecht hier, dann ist es nur einfach notwendig und richtig, dass so jemand auch unser Land wieder verlässt. Es muss einfach konsequent gehandelt werden. Und wir haben zu viele Menschen in unserem Land, die offensichtlich kein Recht haben, sich hier aufzuhalten. In Deutschland leben im Juni 2023 etwa 280.000 Menschen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind. Etwa die Hälfte davon sind abgelehnte Asylbewerber, so wie Hasib es war. Aber nur ein Bruchteil davon, rund 8.000 Menschen, wurden im ersten Halbjahr 2023 tatsächlich abgeschoben. Woran liegt das? Nur weil Menschen ausreisepflichtig sind, heißt das nicht zwingend, dass sie abgeschoben werden können. Etwa 90% der abgelehnten Asylbewerber haben eine sogenannte Duldung. Das heißt, ihre Abschiebung wird ausgesetzt. Sie gilt erstmal für maximal 6 Monate und muss dann immer wieder verlängert werden. Das kann auf Dauer nicht funktionieren. Entweder werden die Leute abgeschoben oder die kriegen die Chance, in Deutschland zu bleiben. Keinen festen Aufenthaltstitel zu haben und in Kettenduldung zu sein über Jahre, kann sehr zermürbend sein und Menschen depressiv machen. Hoffnungslos machen und ermüden und erschöpfen, weil sie immer wieder in Situationen kommen, wo sie eigentlich nicht planen können, wo sie nicht wissen, wie ihr Leben weitergeht, wo sie auch immer wieder auch Angst haben müssen, wenn sie zur Behörde gehen, wird die Duldung erneut verlängert oder nicht. Generell bekommen abgelehnte Asylbewerber eine Duldung, wenn sie krank sind, einer geregelten Arbeit nachgehen oder eine Ausbildung machen. Der Hauptgrund ist allerdings schlicht fehlende Reisedokumente. Häufig kassieren Schlepper Passpapiere ein oder die Dokumente gehen auf der Flucht verloren. Einigen Asylbewerbern wird auch vorgeworfen, dass sie ihre Papiere bewusst zurücklassen oder beseitigen, um eine Abschiebung zu verhindern. Fakt ist, abgelehnte Asylbewerber ohne Pass sind verpflichtet, sich neue Papiere zu besorgen. Sonst drohen ihnen Strafen.
Es liegt ja auch an den Heimatbehörden, für ihre Staatsangehörigen Pässe auszustellen, Identitätsdokumente auszustellen. Und wenn das die Behörde nicht macht, aus welchen Gründen auch immer, habe ich das nicht zu verantworten. Und es ärgert mich auch immer wieder, dass das so als so einfach dargestellt wird und die Schuld in die Hände der Ausreisepflichtigen gelegt wird, dass sie sich da nicht um Papiere kümmern. Ja. Das ist nämlich schwierig, es ist komplex und ich habe schon oft Passbeschaffungen begleitet. Und ich habe Fälle gehabt, in denen ich 2, 3, 4 Jahre mich selber mit dem Mandanten zusammen um den Pass bemüht habe. Jeder Asylfall ist ein Einzelfall. Die bürokratischen Abläufe sind oft komplex, nicht immer durchsichtig und dauern sehr lange. Bis alle Fakten geklärt sind, können abgelehnte Asylbewerber nicht abgeschoben werden. Gleichzeitig kommen jeden Tag weitere Geflüchtete nach Deutschland. Von Januar bis September 2023 haben über 250.000 Menschen einen Asylantrag gestellt. Das sind bis zu diesem Zeitpunkt schon mehr als im gesamten Jahr 2022. Vor allem, weil sich die Lage in Syrien und Afghanistan massiv verschlechtert hat, fliehen wieder mehr Menschen. Hinzu kommen die vielen Geflüchteten aus der Ukraine. Deutschland steuert wieder auf eine Migrationskrise zu. Die Last tragen Länder und Kommunen. Sie stoßen an ihre Grenzen und schlagen Alarm. Die Stimmung im Land, meine Damen und Herren, droht zu kippen. Die Frage der Rückführung ist für die Akzeptanz in der Bevölkerung, für die Aufnahme von Schutzsuchenden von großer Bedeutung. Um die Kommunen wirklich langfristig zu entlasten, brauchen wir jetzt den Koalitionsvertrag verankerten Migrations- und Rückführungsabkommen, die sowohl gesteuerte Migration ermöglichen als auch Rückführung erleichtern. Dass sich sogar die Grünen für leichteres Abschieben aussprechen, zeigt die Dringlichkeit der Situation. Und auch Olaf Scholz, ein sozialdemokratischer Kanzler, schlägt im Herbst 2023 einen anderen Ton an. Laut ZDF-Politbarometer sind 59% der Deutschen im August 2023 für schärfere Abschieberegelungen. An vielen Stellen erleben die Menschen viel Unsicherheit. Unsicherheit in ihren Existenzen, aber auch Unsicherheit in dem, was eine Grenze ist. Die haben Migrations nicht nur Anlässe, sondern auch Möglichkeiten. Menschen kommen. Es ist eben egal, wie versucht wird, das irgendwie einzumauern. Viele Menschen sind verunsichert. Sie wünschen sich von der Politik mehr Kontrolle, Orientierung und Sicherheit. Die Abschiebung ist ein Instrument des Staates, des souveränen Staates, um eben auch Handlungsfähigkeit zu zeigen, um zu zeigen, wir haben die Migrationskontrolle, haben wir sozusagen in der Hand. Wir wissen, wir können es regeln. Aber die Frage ist, kann Deutschland es regeln? Nur eine von drei geplanten Abschiebungen konnte im Jahr 2022 tatsächlich durchgeführt werden. Das heißt, insgesamt über 23.000 Abschiebungen konnten nicht durchgeführt werden. Davon wurden über 15.000 vorab storniert. Weitere 7.000 konnten kurzfristig nicht stattfinden, weil die Ausreisepflichtigen nicht zum Flughafen gebracht werden konnten. Die genauen Gründe dafür werden statistisch nicht erfasst. Der Druck von Bevölkerung und Opposition auf die Ampelregierung wächst. Das sieht auch der FDP-Migrationspolitiker Stefan Thomae. Zumindest bei denen, die nicht einmal eine Duldung haben, muss die Abschiebung dann schon durchgeführt werden. Und das sind eben noch nicht erfolgreich genug. Der Unmut über die Migrationspolitik der Ampel ist groß. Viele Menschen wünschen konsequentes Durchgreifen, so wie es die AfD verspricht. Wir werden abschieben, abschieben, abschieben. Das verspreche ich euch. Eine einfache Abschieberhetorik, die einen Nerv trifft. Sowohl in Bayern als auch in Hessen fährt die AfD bei den Landtagswahlen im Oktober 2023 Rekordergebnisse ein. Dennoch, ganz so einfach ist es für einen Rechtsstaat nicht, Menschen abzuschieben. Hasib zum Beispiel wurde vor seiner drohenden Abschiebung gewarnt. Ich habe schon gewusst, mein Name ist im Abschiebenliste. Deswegen ich wollte nicht zu mir nach Hause gehen. Ich bin immer versteckt. Mit Kumpel, mit Freunden. Immer mich versteckt.
Als die Polizei Hasib am 6. November 2019 abholen will, ist er bewusst nicht da. Der Staat kann die Abschiebung nicht durchführen. Hasib will nicht zurück nach Afghanistan, auch wenn der Traum von einer Ausbildung und einer neuen Heimat in Deutschland weit weg scheint. Um einem erneuten Abschiebungsversuch zu entgehen, flieht er im Winter 2019 nach Frankreich. Ich wusste nicht, was soll ich machen. Aber ich habe versucht, vielleicht kriege ich eine Zukunft in Frankreich. Vielleicht Frankreich kann uns helfen. Hasib beantragt auch in Frankreich Asyl. Über Monate lebt er auf der Straße. Erst nach über einem Jahr ist klar, Hasibs Asylantrag wird in Frankreich nicht bearbeitet. Der Grund? Die Zuständigkeit liegt in Deutschland. In der EU regelt die Dublin-Verordnung, dass immer nur ein Staat für die Durchführung eines Asylverfahrens zuständig ist. Und zwar der, in dem die Geflüchteten als erstes registriert wurden. Hasib wird schließlich verhaftet und im Januar 2021 zurück nach Deutschland gebracht. Dort kommt er ins rheinland-pfälzische Ingelheim, in Abschiebungshaft. Das Gefängnis für Ausreisepflichtige in Ingelheim. Weder hier noch in einer anderen Abschiebungshaftanstalt in Deutschland gibt es eine Dreherlaubnis für diesen Film. Hasib beschreibt, wie er dort untergebracht wurde. Dieses Zimmer war eine Toilette und ein Bett. Fertig. Wie ein Kriminaler. Warum? Ich habe wie viele Leute getötet. Das ist kein Menschenrecht. Wir dürfen am Tag eine halbe Stunde raus. Wenn ich in mein Zimmer gehe, die Tür gesperrt. Was das bedeutet? Ich vergesse diese Zeit niemals in meinem Leben. Der Vorwurf gegen ihn, er ist untergetaucht, um seiner Abschiebung zu entgehen. Dann muss man aufgrund der Erfahrung beim ersten Mal sagen, den können wir jetzt nicht mehr ermöglichen, auszubüchsen, sondern so jemand muss dann eben in Abschiebungshaft, die in aller Regel nur ganz wenige Tage dauert, genommen werden. Im Durchschnitt sind Ausreisepflichtige zwischen 2 bis 4 Wochen in Haft. Laut Gesetz könnten sie sogar bis zu 18 Monate eingesperrt werden. Das ist natürlich ein Hammer. Und das sind alles keine Straftäter. Was man denen vorwirft, das ist, dass sie das Land nicht verlassen haben, obwohl sie es müssten. Und diese Menschen über Monate oder anderthalb Jahre maximal einsperren zu können, das ist aus meiner Sicht völlig unverhältnismäßig. Seit 2017 werden deutschlandweit Abschiebungshafteinrichtungen aus- oder neu gebaut. Die Anzahl der Abschiebungshaftplätze hat sich damit auf insgesamt 800 verdoppelt. Und warum das Ganze? Es gab eine Kaskade an Verschärfungen seit 2015 in jeder Hinsicht. Und das Ganze firmierte so ein bisschen weg von der Willkommenskultur hin zur Abschiedskultur. Man hat neue Haftgründe gefunden, ganz neue Haftformen erfunden. Zum Beispiel etwas, das heißt Ausreisegewahrsam, was so behütend klingt. Das ist aber ganz normale Inhaftierung mit dem Unterschied, dass man dafür noch nicht mal Fluchtgefahr in sich tragen muss als Betroffener. Peter Fahlbusch vertritt seit über 20 Jahren fast ausschließlich Menschen, die in Abschiebungshaft sitzen. Das allermeiste an Fehlern passiert da, wo es nicht kompliziert ist. Es geht los mit Festnahmen, geplante Festnahmen ohne richterliche Entscheidung. Das ist einfach verfassungswidrig. Dann sind die Leute im Gefängnis und werden dort vergessen, schlicht vergessen. Ja, und da haben sie den Super-GAU natürlich, Menschen einzusperren, die das Land gar nicht verlassen müssen. Und dann haben sie natürlich die ganz schlimmen Fälle, haftunfähige Leute, Kranke, Alte, Suizidgefährdete, die da nicht hingehören und trotzdem untergebracht werden. Was laut Fahlbusch helfen könnte, wenn Ausreisepflichtige von Tag 1 ihrer Festnahme einen Pflichtanwalt bekämen. Der Justizminister sagt, das braucht es nicht, weil es ja nicht so schlecht läuft, wie wir behaupten. Woher er das weiß, weiß kein Mensch. Zahlen dazu hat er jedenfalls nicht.
Weder Bund noch Länder dokumentieren, wie viele Ausreisepflichtige zu Unrecht in Abschiebungshaft sitzen. Eine Blackbox. Peter Fahlbusch hat Zahlen, weil er über seine Fälle eine genaue Statistik führt. Von den 2.458 Menschen, die er seit 2001 in Abschiebungshaftverfahren vertreten hat, wurden 1.283, also etwa die Hälfte, zu Unrecht inhaftiert. Im Durchschnitt saßen sie fast 4 Wochen lang im Gefängnis. Dabei ist Abschiebungshaft teuer. 400 bis 600 Euro kostet ein Häftling pro Tag. Meist zahlen das am Ende die Steuerzahler. Warum hält die Politik an dieser Praxis der Abschiebungshaft fest? Die Abschiebehaft ist die Ultima Ratio, nachdem Menschen ihrer Aufforderung, das Land zu verlassen, nicht nachgekommen sind. Und insofern führt da kein Weg drum herum. Abschiebungshaft also als ein wichtiges Mittel, um die Ausreisepflicht konsequent durchzusetzen. Härter durchgreifen, so der Wille fast aller Parteien. Vor allem straffällig gewordene Asylbewerber sollen konsequent abgeschoben werden. Es geschieht immer wieder. Einzelne Straftaten von Zuwanderern schockieren die Bevölkerung. Am 5. Dezember 2022 greift ein Asylbewerber aus Eritrea in Illerkirchberg bei Ulm 2 Mädchen mit einem Messer an. Eine erliegt ihren Verletzungen. Nur wenige Wochen später attackiert ein Staatenloser in einem Regionalzug in Schleswig-Holstein mehrere Menschen. Für 2 Jugendliche, erst 17 und 19 Jahre alt, kommt jede Hilfe zu spät. Der Täter hätte eigentlich abgeschoben werden sollen. Warum gelingt es nicht, solche Fälle zu verhindern? Extremismus-Experte und Psychologe Ahmad Mansour hat dazu eine klare Position. Es gibt Menschen, die dieses Land verachten. Es gibt Menschen, die schwere Straftaten begangen haben. Und die muss auch der Weg aus der Gesellschaft gezeigt werden. Ich glaube nicht, dass wir eine Willkommenskultur installieren können ohne Abschiebung. Das erwartet auch ganz offensichtlich die große Mehrheit der Menschen in unserem Land, dass solche Straftäter unser Land wieder verlassen. Die Debatte bekommt eine neue Dimension, als am 7. Oktober 2023 die pro-palästinensische Terrororganisation Hamas Israel angreift und hunderte Menschen entführt und tötet. Hamas-Sympathisanten feiern auch auf deutschen Straßen. Wie sollen, wie können wir damit umgehen? Diejenigen, die wir entweder nicht haben wollen, weil sie sich nicht anpassen wollen, weil sie Verbrecher sind, weil sie den Tod von Juden in Israel, in Deutschland feiern, ja, die müssen dann eben aber auch abgeführt werden, sofern das geht. Diejenigen, die den Rechtsstaat nicht achten, sollen das Land verlassen. Das klingt einfacher, als es in der Praxis oft ist. In der Hansestadt ist 2016 die gemeinsame Ermittlungsgruppe zur Rückführung ausländischer Straftäter, kurz GERAS, gegründet worden. Ihr Ziel? Straffällig gewordene Migranten schneller abschieben. Kriminalhauptkommissar Martin Hinzer und seine Kollegen arbeiten hier sehr eng mit der Ausländerbehörde zusammen. Nicht alle wollen offen gefilmt werden. Wir haben potenziell einen neuen GERAS-Fall. Genau. Im Zuge der täglichen Lagerauswertung bin ich auf Herrn Z. gestoßen, der in den letzten 6 Monaten bereits 22 Straftaten in Hamburg begangen hat. Haben wir eine Wohnort, Adresse, irgendwas Relevantes zu ihm? Gar nichts. Das beginnt eben genau damit, eine sichere Identifizierung der Person herbeizuführen. Es geht dann darum, Erkenntnisse abzufragen. Welche Erkenntnisse liegen möglicherweise in anderen europäischen Staaten bezüglich der Person vor? Wo ist die Person möglicherweise durch andere Straftaten bereits aufgetaucht? Was gibt es möglicherweise aus Anhörung für Hinweise, mit denen man dann wiederum arbeiten kann? Ist weder die Identität noch das Herkunftsland bekannt, ist eine Abschiebung aussichtslos. Auch wenn es sich um Straftäter handelt.
Geras Aufnahme bedeutet nicht, dass jeder Fall tatsächlich in einer Rückführung endet. Denn manchmal sind da Hemmnisse, die eine Rückführung einfach nicht ermöglichen. In den 7 Jahren seit Bestehen hat die Ermittlungsgruppe insgesamt 470 Fälle auf dem Tisch. Bis September 2023 kann sie 209 Straftäter zurückführen. Über ein Drittel der Fälle wird immer noch bearbeitet. Eines der großen Probleme sind die Herkunftsländer. Es kommt immer wieder vor, dass diese ihre Staatsbürger einfach nicht zurücknehmen. Wenn die Probleme in dem Herkunftsland liegen, da kann natürlich nur die Bundesregierung aktiv werden, weil die Länder sind nicht dafür zuständig, auswärtige Beziehungen zu Nigeria oder Kamerun oder welchem Land auch immer in Afrika zu pflegen. Die Bundesregierung möchte deshalb vermehrt Abkommen mit den Herkunftsstaaten schließen. Ein Migrationsabkommen funktioniert nur, wenn es ein Geben und Nehmen ist, wenn für das Zielland der Abschiebung auch ein gewisser Vorteil daran liegt, zu kooperieren. Visaerleichterungen nach Deutschland sind eine Anreizmöglichkeit, um mit einer anderen Regierung zu vereinbaren, wir verschaffen euren Staatsbürgern leichtere Visamöglichkeiten, aber ihr müsst im Gegenzug auch Straftäter und Gefährder und abgelehnte Asylbewerber zurücknehmen. Solche Abkommen können ein Lösungsansatz für die Zukunft sein. Aber keine Lösung für alles. Denn laut der Genfer Flüchtlingskonvention kann nicht in Länder abgeschoben werden, in denen eine Gefahr für Leib und Leben droht. Man kann ja Menschen nicht mitten in eine Kriegsregion dann zurückschicken, aber das sind massive Straftaten dabei sind. Diese Leute sitzen entweder im Gefängnis oder gehen aus dem Gefängnis raus und haben keine Infrastruktur, um überhaupt für Resozialisation zu sorgen oder anzukommen. Das heißt, wir entlassen sie in der Kriminalität wieder. Das kann natürlich nicht die Lösung sein. Die Abschiebungsdebatte ausschließlich auf Straftäter oder Sympathisanten von Terrororganisationen zu fokussieren, verfälsche das Bild, warnt Psychologin Chinur Kadri. Es führt natürlich auch zu einer anderen Wahrnehmung von Geflüchteten. Also für die Gesellschaft, das ist eine Gruppe, die sind bedrohlich. Und deswegen ist es auch legitimer, und sie abzuschieben. Also es erleichtert oder macht diese Schwelle leichter, auch die moralische Schwelle leichter, zu sagen, sie gehören eigentlich nicht hierhin. Das ist ja quasi ein Akt der Selbstverteidigung, wenn wir die abgelehnten Asylbewerber abschieben. Fakt ist, die meisten Geflüchteten, die tatsächlich abgeschoben werden, haben keine schweren Straftaten begangen. In der Vergangenheit sind oft die Falschen abgeschoben worden, weil es manchmal leichter war, eine Familie abzuschieben, derer man leichter habhaft werden konnte, als eines Straftäters, der sich irgendwo versteckt und untergetaucht ist. Wenn Integration in Deutschland geglückt ist, warum dann noch abschieben? Bei Abschiebungen von Familien mit kleinen Kindern ist für mich so eine Grenze erreicht, wo ich sage, so weit muss man unsere rechtsstaatlichen Grundsätze nicht ausreizen und man muss nicht Grenzen überschreiten, nur der Abschiebung willen. Das sind so Fälle, die mich in Bezug auf Abschiebung wirklich erschüttern und erschrecken, wie weit wir hier gehen, um Personen abzuschieben. Es gibt halt dieses Dilemma des Staates, das Vollzug ist die Aufgabe und dann gibt es die menschenrechtliche Seite. Und die Frage ist immer sozusagen die Verhältnismäßigkeit. Und die Verhältnismäßigkeit ist nicht gegeben, wenn Menschen oder Kinder, die hier geboren sind, nach 10, 15 Jahren in ein Land, Heimatland zurückkehren müssen, das sie gar nicht kennen. Wenn Familien getrennt werden, wenn psychisch vulnerable, traumatisierte Menschen an Ort der Verfolgung zurück müssen. All das ist nicht verhältnismäßig. Und zugleich müssen wir bedenken, das ist geltendes Recht. Und zugleich ist es geltendes Unrecht. Also wir haben da beides. Was ist rechtmäßig und wo beginnt Unrecht? Bei Abschiebungen ist der Grat schmal, die Grenzen verschwimmen. 9. Februar 2021. An der Zellentür der Abschiebehaftanstalt Ingelheim klopft es. Und kommen ungefähr 8 Polizei in mein Zimmer rein, hat gesagt, mach deine Sache, packen. Leider jetzt, du musst abschieben zurück. Am Münchner Flughafen steht ein Passagierflugzeug bereit.
An Bord werden 26 ausreisepflichtige Afghanen gebracht, gegen ihren Willen. Unter ihnen Hasib, an Händen und Füßen gefesselt. Zielflughafen Kabul. Ich habe einen Mann gesehen, die war auf dem Boden und die Polizei hat ihm Schlag. Die will es einfach nicht gehen. Die Polizei hat seinen Mund und ich glaube Notarzt gekommen. Da war, hat mir richtig traurig gemacht. Richtig. Wir konnten nichts machen. Seine Erzählungen, wie die Abschiebung abgelaufen ist, lassen sich nicht überprüfen. Eine Blackbox. Denn am Münchner Flughafen gibt es bis heute keine unabhängige Abschiebungsbeobachtung. Jeder darf nicht bewegen. Nur manche beleidigt, manche weint. Aber man kann nichts machen. Da war die Schwierigkeit echt jetzt. Für Hasib beginnen zwei sehr harte Jahre. Doch er gibt nicht auf. September 2023. Hasib ist wieder da, im bayerischen Allgäu. Die Seite ja. Soll ich machen das? Ja, 17. Er muss noch unheimlich viel lernen. Mit der Sprache hapert er noch ein bisschen, aber wir kommen gut klar. Er hat Spaß an der Arbeit, er will arbeiten. Optimal. Also besser geht nicht. Zwei Jahre nach seiner Abschiebung kann Hasib im März 2023 über ein Ausbildungsvisum wieder zurück nach Deutschland kommen. Jetzt lernt er hier den Beruf des Trockenbauers. Solange ist sein Bleiberecht sicher. Ja, in Deutschland muss man eine Ausbildung machen und das Zukunft. Und später, man verdient es auch ganz gut nach der Ausbildung. Hasib hat es zurück nach Deutschland geschafft, weil er viele Unterstützerinnen und Unterstützer hatte. Josephine Steiger ist eine davon. Sie setzt sich über zwei Jahre lang für ihn ein und hilft ihm bis heute. Sie hat alles wie eine Mama gemacht. Ganz ehrlich, sie hat mir zwei Jahre unglaublich schwierige Zeit und hat mir immer gesagt, Kopf hoch, Junge. Und sagst immer, wenn ein Tür zugeht, die kommen eine auf. Das ist passiert jetzt. Oder, Frau Steiger? Ja. Hasib habe ich insbesondere geholfen, weil ich die Art seiner Abschiebung für einfach unmenschlich empfunden habe. Vor allem die lange Zeit, die er in Abschiebehaft war. Er hatte Freunde hier, ja, hat Fußball gespielt, wollte seinen Schulabschluss machen und dann gibt man ihm die Chance nicht. Steiger bleibt mit dem damals 23-Jährigen in Kontakt und beschafft ihm in seiner Abwesenheit einen Ausbildungsplatz und eine Wohnung. Alleine schafft es niemand, ganz einfach deshalb, weil der finanzielle Aufwand sehr groß ist, aber auch der bürokratische Aufwand. Denn um zurück nach Deutschland zu kommen, muss Hasib die Kosten seiner Abschiebungshaft und der Abschiebung selbst bezahlen. Insgesamt 23.000 Euro. Diese Bedingung stellt das deutsche Aufenthaltsgesetz. Da hat es mir wirklich den Boden und den Füßen weggezogen, wo ich gehört habe, was seine Abschiebekosten sind. Und dann war der nächste Schritt, ja, wo kriege ich jetzt dieses Geld her? Steiger ist gut vernetzt. Freunde und Bekannte von ihr unterstützen Hasib finanziell. Und auch der Bayerische Flüchtlingsrat übernimmt einen Teil der Kosten. Hasibs legaler Wiedereinreise steht nichts mehr im Wege. In Deutschland wird Hasibs Arbeitskraft gebraucht. Denn Auszubildende, vor allem in Handwerksbetrieben, werden händeringend gesucht.
2023 finden bundesweit fast die Hälfte aller Unternehmen keine Azubis. Und trotzdem sind wir so bescheuert und schieben Menschen ab, die hier eine Ausbildung in Mangelberufen machen könnten. Also ich kriege da jedes Mal, da kriege ich Herzrasen bei sowas. Da sehe ich schon Versagen unserer Ausländerbehörden, dass sie sich da die falschen Fälle rauspicken, die abgeschoben werden sollen. Wenn wir merken, wie viel wir investieren, um überhaupt Fachkräfte für Deutschland zu gewinnen, und dann haben wir diese Menschen hier, sie haben die Sprache gelernt, was nicht so einfach ist, sie sind angekommen, sie investieren ihre Zeit seit Jahren, und dann kommt jemand und sagt, ja, du kommst aus dem falschen Land, bei dir ist gerade kein Krieg mehr, deshalb bitte tschüss. Das ist auch unmenschlich. Weil ihr Asylantrag abgelehnt wurde, sollen sie Deutschland verlassen. Dabei könnten gut integrierte, abgelehnte Asylbewerber, so wie Hasib, eine Bereicherung für den Arbeitsmarkt sein. Anfang 2023 beschließt die Bundesregierung das sogenannte Chancenaufenthaltsgesetz. Mit ihm soll der ersehnte Spurwechsel möglich werden. Die Idee? Wer 5 Jahre oder länger hier in Deutschland lebt, kann unter bestimmten Bedingungen eine Aufenthaltserlaubnis auf Probe bekommen. Die Meinungen dazu sind gespalten. Für mich ist das Chancenaufenthaltsgesetz teilweise auch ungerecht. Weil jemand, der 4 Jahre in Deutschland ist, 4 Jahre sein Bestes gegeben hat, der kommt nicht in den Genuss. Andere haben Glück. Die sind 5 Jahre hier und haben vielleicht gar nicht so viel Eigeninitiative und Leistung gebracht. Wir sind der Meinung, dass vor allen Dingen in der Zukunft viele Personen den Anreiz erhalten, nur auf Biegen und Brechen irgendwo ihren Aufenthalt in Deutschland so lange zu verlängern, bis sie dann einen Anspruch darauf haben, auch hier zu bleiben. Das sind aus meiner Sicht die falschen Signale. Die Debatte bleibt verfahren. Wie sollen wir mit Asylsuchenden umgehen, sodass es gerecht, menschlich und kontrollierbar ist? Wer darf bleiben? Und wo muss der Rechtsstaat klare Kante zeigen? Also ganz ohne Abschiebungen wird es nicht gehen, weil nur auf diese Art und Weise der Staat seine Entscheidungen auch durchsetzen kann. Wenn man sich nach dem Gesetz orientiert, dann ist das natürlich so, der Mensch hat kein Aufenthaltsrecht und geht nicht freiwillig raus und dann schieben wir ihn ab. Das ist dann richtig. Ob das gerecht ist, weiß ich nicht. Fakt ist, so wie es jetzt läuft, sind die Verfahren kompliziert und nicht immer nachvollziehbar. Eine Aneinanderreihung undurchsichtiger Blackboxen. Letztlich gerät der Rechtsstaat nicht nur an seine Grenzen, sondern in vielen Fällen, wenn ich eben auf Kinder schaue, wenn ich auf psychisch Kranke schaue, auf viele andere Konstellationen, überschreitet diese Abschiebepraxis auch häufig unsere rechtsstaatlichen Grenzen. An anderer Stelle sind dem Rechtsstaat die Hände gebunden. Bei Straftätern, die zügig abgeschoben werden sollen, aber oft nicht abgeschoben werden können. Deutschland braucht Zuwanderung, die geregelt ist. Darin kann auch eine Chance liegen. Wenn wir Wunschkonzert hätten, haben wir aber nicht, dann wünsche ich mir, dass Integrationsleistungen belohnt werden. Ich werde nie kapieren, warum wir Menschen Jahre hier zum Nichtstun verdammen. Und es ist so. Warum lassen wir sie denn nicht arbeiten? Dass Integration über den Arbeitsmarkt funktionieren kann, zeigt Hasibs Geschichte. Ich kann jetzt einfach ruhig leben. Gott sei Dank, ich bin wieder in Deutschland. Da war es mein Wunsch. Ich wünsche, ich darf nach der Ausbildung in Deutschland leben. Ich darf arbeiten gehen. Wie die anderen Leute. Hasib hat eine neue Chance bekommen. Aber erst, nachdem er abgeschoben wurde. Er hatte schlicht Glück. Das System der Abschiebung in Deutschland bleibt ein Streitthema. Ein System voller Unklarheiten und Problemen.